Willkommen hier wieder zurück zu Harvestella und wir wollen jetzt hier das nächste Event starten, um uns besser mit dem Charakter zu verstehen. Was ist hier los? Azir, was ist los? Roleplay, danke fürs Kommen. Eigentlich wollte ich mit dir darüber sprechen, dass ein paar Monster aus dem Ei des Himmels kommen. Ah, ich erinnere mich an dich. Beim letzten Mal warst du mit Azir zusammen, nicht wahr? Perfektes Timing, ich würde auch gerne erfahren, was hier vor sich geht. Nun, in diesem Fall würde es Ihnen etwas ausmachen, uns noch einmal zu erzählen, was passiert ist? Es geschah vor ein paar Tagen. Eines dieser Monster flog direkt aus dem Ei des Himmels und verfolgte einen befreundeten Händler. Wurde Ihr Freund verwundet? Nein, es geht ihm gut. Azir und die Argus-Brigade kamen uns zu Hilfe und verjagten das Monster. Die Sache ist, dass wir beim letzten Mal, als wir hineingegangen sind, kein Monster mehr haben herauskommen sehen. Die regelmäßigen Überprüfungen der Argus-Brigade sollten das bestätigen, aber es stimmt, was der Herr gesagt hat. Die Monster sind in letzter Zeit immer aktiver geworden und jetzt gehen immer mehr Sichtungen von Monstern aus des Heiles Himmels ein. Aber warum jetzt? Ich weiß es nicht. Die Monster wurden bisher nur am Rande der Stadt gesichtet. Aber wer weiß, wie lange das dauert, bis sie sich dazu entschließen, die Grenzen noch einmal zu durchbrechen. Mehr und mehr Leute berichten über Sichtungen und mittlerweile sind die Leute ziemlich unruhig. Deshalb bin ich gekommen, um mit Azir zu reden und herauszufinden, ob wir irgendetwas dagegen tun können. Fürs Erste denke ich darüber nach, unsere normalen Patrouillestrecke zu erweitern und länger zu patrouillieren. Ich kann nicht versprechen, dass das wieder alles sich beruhigt wird, aber mehr können wir gerade nicht tun. Verstehe. Versteht mich nicht falsch. Ich bin bereits sehr dankbar dafür, aber kannst du nicht noch einmal ins Ei des Himmels gehen? Das ist nicht so einfach. Willst du damit sagen, dass du es nicht kannst? Ich fürchte nicht, es tut mir leid. Nein, nein. Wenn du sagst, du kannst nicht, dann ist das eben so. Sowohl du als auch die Argus-Brigade tut bereits genug. Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank. Hoffen wir einfach, dass sich all dieses Wirrwarr in ein paar Tagen beruhigt hat. Ich verspreche, dass wir dieses Problem lösen werden. Also, bitte halten Sie durch. Deine Zusicherung reicht aus, um mir Mut zu machen, Azir. Wir zählen auf dich. Warum kann er wegen... Also, was? Es kann kaum schlimmer kommen. Und wieder einmal sind die Dorfbewohner voller Furcht. Du tust, was du kannst. Mann, komm mal ein bisschen runter, Junge. Danke. Ehrlich, es gibt diesmal so viele offene Fragen. Wir haben herausgefunden, dass die Drachen die ganze Zeit über nach Teela gesucht hatten. Aber sie ist nicht mehr hier. Das hätte das Ende davon sein müssen. Und trotzdem tauchen die Drachen erneut auf und machen uns Ärger. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wir brauchen mehr Informationen. Da stimme ich dir zu. Aber wir müssen trotzdem etwas unternehmen. Wir müssen uns um diese Probleme kümmern und den Stadtbewohnern Seelenfrieden bringen. Es ist nicht die Zeit, selbstgefällig zu werden. Denk dran, du bist nicht allein. Roleplay. Es tut mir leid, du hast völlig recht. Ich kann mich nicht von meinen Gefühlen überwältigen lassen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Kommst du mit mir, um einen Blick in das Ei des Himmels zu werfen? Ich würde es auch alleine schaffen, aber dich mit mir dort draußen zu wissen, wäre eine ganz andere Geschichte. Natürlich. Vielen Dank. Jetzt müssen wir erst einmal los und tun, was wir können. Was gerade bedeutet, dass wir uns das Ei des Himmels näher ansehen müssen. Gehen wir und finden heraus, ob dort etwas Schlimmeres vorgefallen ist. Richtig, einen Schritt nach dem anderen. Genau. Ich lasse die Argus-Brigade wissen, dass wir das Ei des Himmels untersuchen. Es könnte eine Weile dauern, allen die Nachricht zu überbringen. Also lass uns an einem anderen Tag dorthin gehen. Ich sage dir Bescheid, wenn ich bereit bin aufzubrechen. Pass lange gut auf dich auf. Okay, Gruppenbonus. Ja, nehme ich doch gerne. Das heißt also, wir müssen nochmal in das Ei des Himmels, aber erst am nächsten Tag. Okay, jetzt hier unten war jetzt nichts mehr. Ich glaube, dann kann ich jetzt eine Ebene höher. Genau, da muss ich noch zum Waisenhaus. Es ist schon krass, also man
kann klar die Story durchrushen, wenn man das möchte. Aber trotzdem gibt es hier so viele Sachen, die man noch so nebenbei machen kann in den Städten. Das ist schon beachtlich. Und wenn man seine Farm entsprechend erweitern möchte, sollte man das auch machen. gib sie zurück. Das ist mein Püppchen. Sei nicht so heulsusig. Ich habe gefragt, ob ich mir sie ausleihen darf. Gib sie mir zurück. Hey, ihr Frechdachse, was ist hier los? Ach, du hast schon wieder ein Mädchen zum Weinen gebracht. Was hast du dir dieses Mal dabei gedacht, hä? Ups, Leo. Keine Ahnung, warum sie weint. Ich wollte mir nur ihr Spielzeug ausleihen. Ich habe gefragt. Hat er das? Das hat er, aber erst hat er es mir weggenommen. Aha, also hat er es dir schon weggenommen, bevor er gefragt hat, ob er es ausleihen darf? Es ist mir danach eingefallen. Komm, du weißt, dass es noch nicht so lange im Waisenhaus ist. Du bist älter, du solltest es besser wissen, als sie so zu behandeln. Wenn du dir ihr Spielzeug leihen willst, musst du zuerst fragen, ja? Okay, tut mir leid. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Tut mir leid, dass ich deine Puppe genommen habe. Ist schon gut. Gut, dann sind wir jetzt alle wieder lieb zueinander. Vertragt euch, ja? Ah, diese Frechdachse. Sieht aus, als müssten wir nicht eingreifen. Sieht aus, als müssten wir nicht eingreifen. Dass sie sich vertragen haben. Ja, es ist gut zu wissen, dass Leo immer sofort zur Stelle ist, wenn er hört, wie die Kinder sich streiten. Ich bin noch neu hier, deshalb habe ich noch nicht viel zu lernen. Aber ich muss zugeben, Leo hat mir die Arbeit bisher im Grunde abgenommen. Er ist ein tolles Vorbild für jüngere Kinder. Für sie scheut er keine Mühe. Er ist ziemlich reif für sein Alter. Ja, aber mich beschäftigt seit einiger Zeit etwas. Ich glaube, er schleicht sich nachts aus dem Waisenhaus und verlässt Nemea. Ich habe ihn einmal dabei gesehen, als ich Nachtdienst hatte. Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er hat nur eine schwammige Ausrede parat und es als Kleinigkeit abgetan. Was könnte er vorhaben? Und es wäre in Ordnung, wenn er in der Stadt bleiben würde, aber er verlässt nie mehr. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Du würdest nicht zufällig herausfinden, was er vorhat, oder? Ich würde selbst nach ihm sehen, aber ich habe zu viel im Waisenhaus zu tun, um ihm nachzugehen. Kann ich machen. Vielen Dank. Es gibt da draußen ein paar wirklich gefährliche Leute. Ich mache mir Sorgen, wen er treffen könnte. Vielen, vielen Dank. Nachts mit Leo sprechen. Aber was ist denn hier? Leo verlässt nachts die Stadt. Achso, sie muss sich dann hin. Okay. Jetzt hier suchen. Wo könnte sie sein? Da ist sie. Lass mich durch, lass mich durch. Hi, Troplay. Munter wie eh und je. Ich schätze, du hast meinen Brief erhalten. Es gibt etwas, worüber ich mit dir gerne reden will. Gibt es etwas, das dich beunruhigt? Ja, sozusagen. Also Trupple, wie findest du es, wenn ich die Direktion des Waisenhauses wäre? Wär's perfekt für diesen Posten. Du findest es auch? Ich frage mich, weil die Direktion mich darauf angesprochen hat. Sie hat mich gefragt, ob ich das Waisenhaus übernehmen möchte. Sie sagte, ich hätte einen guten Ruf bei den Dorfbewohnern und die Kinder würden mich lieben. Und dass sie ein gutes Gefühl dabei hätte, ist mir zu überlassen. Aber ich denke, sie hat eine zu hohe Meinung von mir. Ich bin nicht die Person, für die mich alle halten. Weil du Schattenmeuchlerin warst? Ich weiß nicht, wie es ist, eine normale,
glückliche Kindheit zu erleben. Ich weiß nicht, was es bedeutet, die Liebe eines Elternteils zu spüren. Ab dem Moment, in dem ich einen geraden Satz sprechen konnte, hielt ich ein Schwert in der Hand und tötete. Aber mit den Kindern bist du großartig. Und du beschützt sie. Jeder kann lernen, sich um Kinder zu kümmern. Ich werde sie aber nie wie mein eigenes Fleisch und Blut lieben können. Egal wie viele Bücher ich lese oder wie viele Leute versuchen, es mir zu erklären. Jemand, der so wie ich keine Eltern hat, wird die Liebe eines Elternteils niemals nachvollziehen können. Ich bin jetzt seit mehreren Jahren im Waisenhaus, aber ich bin bestenfalls eine schlechte Kopie einer Elternfigur. So jemand hat nicht das Zeug dazu, die Direktion eines Waisenhauses zu sein. Du kannst dich doch einarbeiten. Ich hoffe, dass es so einfach wird. Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, im Schatten zu lauern und schändliche Taten zu begehen. Egal wie viele Gutes ich jetzt tue, es wird meine beschämende Vergangenheit nicht wieder gut machen können. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ungeschehen machen. Du solltest ihm mehr zutrauen. Danke. Ich muss mal rauskommen und mir darüber klar werden, was ich will. Die Direktion geht in den Ruhestand und ich muss bald eine Entscheidung treffen. Auch wenn es vielleicht nicht die ist, die sich alle erhoffen. Ich bin hier, falls du reden willst. Danke, ich sage dir Bescheid. Komm mal wieder vorbei, die Kinder würden dich liebend gerne sehen. Bis später. Es ist so ein zweischneidiges Brett. Kritische Trefferrate erhöht. Das ist halt wirklich so ein zweischneidiges Brett. Ich meine, klar, sie war eine Schattenmeuchlerin, aber das ist halt ihre Vergangenheit. Das könnte man sagen, gut, aber trotzdem, sie war eine Mörderin. Ja, aber sie ist lieb zu Kindern. Und anscheinend, wenn sie jetzt viele Jahre da ist, in der Zeit ist nichts vorgefallen. Also insofern, warum sollte man ihr dann einen Strick daraus drehen? Also, wenn man das mal so sieht. Geradeaus durch. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Wäre es jetzt irgendwas mit Kindern gewesen und so weiter, hätte ich gesagt, nee, bloß nicht. Macht das ja nicht, aber... Ich habe 6 in der Tasche, 2 im Inventar. Frühling, Herbst, Sommer. Achso, mein Inventar ist voll, deswegen. Das ist natürlich eine Begründung. Da kann ich jetzt sagen, okay, gut, habt ihr recht, mein Inventar ist voll, ich muss mal mein Inventar lernen. Macht's aus, den nach Hause zu reisen. Da. Den Käse nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Nektarrohr. Herstellung. Kann ich denn irgendwas kochen? Sandwich? Nee, sonst weiter nichts, ne? Und hier wahrscheinlich dann auch nichts. Habe ich schon. Habe ich durch? Da fehlen mir die entsprechenden Sachen. Schlichter Zaun. Eine Feuerkugel. Eine Luftkugel. Ob das es bringt, einen schlichten Zaun zu bauen. Wir bauen mal eine Feuerkugel.
Ich weiß noch nicht, wofür die ist, deswegen schauen wir doch mal. Eine Kugel, die über die Kraft des darin versiegelten Feuers verfügen soll. Beim Angriff setzt diese Energie frei. Okay. Luftkugel. Passt ja eigentlich, ne? Das ist scheinbar eine Angriffssache, mit der ich irgendwas machen kann. Aber ich werde die mal verkaufen, mal gucken, was die einbringen. Ah, ich habe noch Bären. Bären kann ich auch noch wegpacken. Die Rückholglocke behalte ich. Kosten ist alles. Was waren das jetzt für Sachen, die ich da hatte? Im Sommer, Frühling, Herbst. Höhlenpflanze, Sommer. Frühling, Frühling. Sommer. Es ist schwer. Eigentlich würde ich schon da hinten gerne was pflanzen, aber das hilft mir halt nicht. So, wir haben es jetzt nach 7 Uhr. Ab wieder nach Nemea. Ja, nach 5 Uhr meine ich. Stimmt, ich könnte in der Zeit einfach mal angeln. Da vergeht ja auch Zeit. Und den Fisch kann man verkaufen. Mal schön auf die Uhr gucken. Oh, eine Mundan-Krabbe. Ich stelle mir gerade die Frage, bleibt die Zeit eigentlich stehen? Oder hatten sie die wirklich so stark verlangsamt? Die hatten sie nicht verlangsamt, okay. Die haben sie nur verlangsamt. Ach, verdammt. So, jetzt müssen wir hier hoch. Im Waisenhaus. Und schauen, was mit ihm jetzt los ist. Versteck dich hier und warte auf Leo. Wo geht er hin? Gut, niemand ist hier. Dann kann ich meinen täglichen... Leo, bist du das? Warum bist du so spät noch auf? Was ist los? Kann ich schlafen? Ist das alles? Nun gut, hier, herumzulaufen hilft dir auch nicht beim Einschlafen, oder? Komm schon, ich bring dich wieder ins Bett. Versuche ein bisschen zu schlafen. Na gut. Puh, das war knapp. Gut, dann kann ich jetzt in die Njordsteppe gehen. Was will er, ne? Eine Njordsteppe. Hallo? Leo, was machst du? Verstehe ich jetzt nicht, warum? Warum geht er so spät auch noch in die Njordsteppe? Gut, besser als zum Ei des Himmels ist es schon, na, so ist es jetzt nicht, aber trotzdem, die Njordsteppe. Da hinten.
Na, da nutze ich doch die Möglichkeit und gehe zur Mitte. Würde den Gegner ja schon gerne klatschen, ne? Aber wir haben ja hier eine Aufgabe. Oh. Da standen. Normalerweise laufen hier nie die Monster herum. Also warum ausgerechnet heute? Oh, du. Bring dich in Sicherheit. Okay, sei vorsichtig. Das sollte eigentlich ein Klacks werden, ne? Das war easy. So, jetzt erzähl mal, was hier los ist, ne? Hast du dich verletzt? Nein, alles in Ordnung, danke. Ich habe dich doch schon mal im Waisenhaus gesehen. Du reist viel herum, nicht wahr? Was hast du hier draußen gemacht? Bist du mir gefolgt? Ich habe dich zufällig hier gesehen. Nee, das glaube ich nicht. Wäre es ein Zufall gewesen, hättest du mir nie so schnell zu Hilfe kommen können. Sag mir die Wahrheit. Du erklärst Leo alles. Ach so, sie hat sich Sorgen um mich gemacht. Allerdings habe ich es auch geheim gehalten. Ich kann ihr wohl keine Vorwürfe machen. Und dank ihr konntest du mich heute retten. Warum machst du sowas Gefährliches? Naja, ich... Kannst dir genauso gut erzählen. Komm mit, wir müssen nur noch ein kleines Stück weitergehen. So, was sich jetzt aber hier in der Höhle verbirgt, das würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.